Ich war schon immer ängstlich. Ich war auch nie selbstbewusst. Besonders klug bin ich auch nicht. Das ist eben so. Guten Morgen. Nein, das ist eben nicht eben so. Das ist das, was du möchtest, was dein Unterbewusstsein möchte, weil du es konditioniert hast auf diese Weise. Und das ist nicht das, was du bist. Heute im vierten und letzten Teil der Quantenphysikreihe möchte ich euch zeigen, wie ihr euer Leben so gestalten könnt, wie ihr es möchtet, und zwar bewusst möchtet. Die Grundlage dafür habe ich mit den vorherigen drei Videos dieser Videoreihe gelegt und auch mit dem Video zu den neuronalen Netzen. Beides findet ihr oben in den Infokarten. Euer gesamtes Fühlen und euer Denken, das wird in neuronalen Netzen gespeichert. Umso häufiger ihr gleich denkt und fühlt, umso stärker werden diese neuronalen Netze in eurem Körper. Der neurowissenschaftliche Grundsatz heißt Hebbsche Lernregel. Quantenphysikalisch gesprochen bedeutet das, immer gleiche Abläufe in eurem Leben synchronisieren euren Geist und die äußere Materie, so dass diese verschmelzen. In der Psychologie spricht man dann davon, dass die Wahrnehmung des subjektiven Geistes die wahrgenommene objektive Welt verändert. Wir denken, etwas sei real, aber das ist es nicht. Wie zum Beispiel, dass wir nicht besonders klug sind. Und die meisten Menschen befeuern ihr neuronales Netz täglich und immer wieder dasselbe. Das ist dieses allseits unter dem Namen Hamsterrad bekannte Phänomen. Ja, und damit ist dann eben ein gleichbleibendes Leben vorprogrammiert. Und was man denkt und immer wieder befeuert, das bleibt dann auch so. Wer denkt, dass er unglücklich ist, der wird unglücklich sein und dem werden auch schlimme Sachen widerfahren. Ich verweise da explizit noch einmal auf die Kohärenz der Wellenfunktion im Teil 3. Was ist der Schlüssel, dein Leben nun zu verändern? Was ist der Schlüssel, zum Beispiel glücklich zu sein? Wie kann man raus aus negativen Gedanken, indem man sein Gehirn umstrukturiert, es sogar organisch verändert? Brauchen wir dafür eine Operation? Nein. Der Kern ist das, was die Neurowissenschaften in den letzten Jahrzehnten als Neuroplastizität bezeichnen. Wir sind in der Lage, durch Gedanken unsere organische Materie zu verändern. In dem Fall die Substanz des Gehirns. Das wäre vor 30 Jahren noch als Esoterik verschrien worden. Heute ist es aufgrund der mittlerweile zur Verfügung stehenden Technik wissenschaftlich nachgewiesen. Und ja, kein Hirnforscher dieser Welt bestreitet diese Tatsache der Plastizität des Gehirns. Und da sind wir wieder beim Teil 1 der Reihe und Einstein, wie er herausgefunden hat, dass Energie und Materie austauschbar sind und damit eine neue geistige Evolutionsstufe vorangetrieben hat. Damals war Einstein noch einer der wenigen, die dieses wirklich erfassen konnten. Heute gibt es Tausende, Zehntausende Menschen, die das verstehen, dass alles miteinander energetisch verbunden ist und wir nicht als Mensch losgelöst existieren und wir als Mensch auch nicht nur Materie sind. Natürlich ist die Mehrzahl der Menschen noch der Meinung, dass alles einem mechanischen Weltbild, wie von Newton propagiert, unterliegt. Aber ihr seid auf diesem Kanal, weil ihr euer Leben verbessern wollt und an den aktuellen wissenschaftlichen und auch wie den zeitlosen Wahrheiten unserer Natur interessiert seid. Und diese Wahrheiten der körperlichen Manifestation geistiger Energien, dieser Austausch von Energie und Materie, da findet sich auch in immer mehr Sparten eures Lebens. Könnt ihr euch an das Buch Mentales Training erinnern? Ich verlinke euch mal die Rezension hier oben. Da war das so, wenn man gedanklich Abläufe im Sport trainiert, werden organische Veränderungen initiiert. Jemand, der gedanklich Klavier trainiert, bei dem wird in funktionellen Hirnscans dasselbe Wachstum von Neuronengruppen festgestellt, wie von denen, die tatsächlich Klavier üben. Energie wird zu Materie. Das läuft immer nach demselben Prinzip ab. Erstens ist das Wissen über irgendeinen Zusammenhang erstmal erlernen. Zweitens ist dann eine konkrete Anleitung erhalten, wie man sozusagen dieses Wissen für sich selber nutzbar macht. Und drittens ist dann diese Nutzbarmachung wiederholen, immer wieder das neuronale Netz befeuern, Hebbsche Lernregel. Ja, sich praktisch zu ändern, das heißt,
eine neue Realität zu schaffen. Und das geht eben nur über Training und Wiederholung. Also egal wie ihr euch ändern wollt, es geht nur über das permanente Trainieren, über das Befeuern der neuronalen Netze. Nur so könnt ihr euch ändern. Ihr könnt euch nicht ein Video von mir anschauen und erwarten, dass euer Leben besser wird. Wenn ihr die Inspiration aus diesem Video in eurem Leben dauerhaft umsetzt, dann wird euer Leben besser. Aber nicht nur, weil ihr das Video einmal geschaut habt. Also nicht dieses, sondern jegliches Video, was euch vielleicht einen Input gibt, wo ihr sagt, ja, das ist interessant, das reicht nicht, ihr müsst trainieren. Auch wenn ihr täglich meine Videos schaut, jeden Tag und die Gedankengänge, die ich schildere, dadurch immer mehr verinnerlicht und mein Denken und diese Bewusstheit, dann bildet sich bei euch auch ein neuronales Netz, weil ihr das täglich macht, weil ihr trainiert. Also täglich meine Videos schauen. Es ist wahr. Ihr nehmt die Gedanken an, ihr merkt diese multidimensionale Betrachtung oder anders ausgedrückt die Betrachtung aus verschiedenen Blickwinkeln, die ich ja immer wieder forciere und wo ich immer wieder sage, ja, lasst uns treffen, lasst uns diskutieren. Wenn ihr euch das verinnerlicht, dann werdet ihr bewusster und dann wird euer Leben besser, weil ihr eben immer wieder bereit seid zu hinterfragen. Aber das ändert sich nicht, wenn ihr nicht so ein Typ seid, wenn ihr ganz eindimensional seid und ja, eure Überzeugung habt und seht mal ein Video und sagt, oh, das ist aber nett, wie der ja so hin und wieder mal Sachen von anderen Sachen beleuchtet, dann ist das mal interessant gewesen, aber dann ändert ihr euer Leben nicht. Ne? Erst wenn ihr dauerhaft etwas ändert, dann ändert sich in der Tat auch das Leben, weil neuronale Netze geschaffen sind. Ja, da habe ich jetzt auch in meinen Abonnier-Button, das hat vielleicht der eine oder andere schon gemerkt, jetzt dieses lebt besser integriert, weil es eben bedeutet, abonniert meinen Kanal und ihr lebt besser. Wenn ihr täglich damit konfrontiert wird, dann bilden sich neuronale Netze mit dem Grund, mit der Grundphilosophie meines Kanals. Bewusstheit. Ne? Bewusstsein auch, aber vor allem Bewusstheit. Ihr programmiert euch quasi mittels dieses Kanals um, indem ihr euch eben ein neues Mindset als neuronales Netz generiert. Natürlich nur dann, wenn ihr auch offen seid, wenn ihr die Videos schaut. Wenn ihr die oft auch ja, sehr konträren Standpunkte, die ich selber poste und diese Denkweisen, zumindest zu euch konträren, zu euren Denkweisen, wenn ihr diese zulasst als Möglichkeit im Quantenfeld, wenn ihr sagt, okay, ich versuche einfach mal das anzunehmen, diese Sichtweise, die sozusagen jetzt zum Beispiel der Christian postet, das gilt natürlich für alle anderen Menschen auch oder stringente Kanäle, die eine Botschaft haben und die ihr immer wieder anschaut. So. Und wenn ihr das und wenn ihr da offen seid, das zuzulassen, dann kann sich auch in euch was ändern. Also Gedanken, Energie verändern, wenn sie permanent trainiert werden, Realitäten, wahrgenommene Materie. Der Kreislauf zwischen Gedanken und Gefühlen, das habe ich schon im Video zu neuronalen Netzen mal angesprochen. Aber ich will es nochmal deutlich wiederholen. Wenn ihr etwas denkt, bei jedem Gedanken läuft eine biochemische Reaktion ab. Euer Körper produziert eine chemische Verbindung, die Zellaktivitäten steuern. Dabei spielen Neurotransmitter, die Neuropeptide und die Hormone eine große Rolle. Wenn ihr zum Beispiel eine sexuelle Fantasie habt, wenn ihr mich seht oder was auch anders, wenn ihr mich nicht seht, wenn ihr einfach nur eine sexuelle Fantasie habt, das ist ein Gedanke, dann entstehen im Gehirn Neurotransmitter, die ja, ganze Neuronennetzwerke aktivieren und in eurem Kopf dann ein Bild entstehen lassen. Also zum Beispiel ihr denkt jetzt, oh, ich möchte jetzt gerne onanieren, an was denke ich mal, an Christian. So. Und dann seht ihr, Dann ist das sozusagen das Neuronennetzwerk Christian aktiviert und es entsteht in eurem Kopf ein Bild von mir, wie ich zum Beispiel vor euch stehe, oberkörperfrei. Und in der Blutbahn werden dann ausgehend von diesen chemischen Verbindungen dann Neuropeptide in der Blutbahn frei. Und wenn diese die Geschlechtsdrüsen erreichen, heften diese sich an die Zellen des Gewebes an und aktivieren das Hormonsystem. Und dann fühlst du was. Dann kannst du onanieren. Der Gedanke löst biochemisch das Gefühl aus und das Gefühl wird dann natürlich auch seinerseits von dem Denken wieder realisiert und erzeugt dann eine entsprechende Geisteshaltung. Also du realisierst, wenn du onanierst und wenn du was fühlst, dann ist das eine Rückkopplung im Gedanken. Du weißt und du realisierst, dass du onanierst und dass du dich gut fühlst, wenn du onanierst.
Wenn du zufriedene und liebevolle Gedanken dir machst, dann entstehen entsprechende chemische Verbindungen, die diese Gefühle dann eben auch auslösen. Energie wird zu Materie. Das Gehirn erzeugt dann quasi chemische Stoffe, deren Signatur zu den Gedanken passt. Kohärenz. Gehirn und Körper laufen also synchron. Gefühle des Körpers werden ständig vom Gehirn und dem Denken überwacht und das sorgt seinerseits auch wieder für das Entstehen neuer Gefühle. Wenn wir nun Tag ein Tag aus dieselben Gedanken haben, wie zum Beispiel ich will gerne etwas ändern, aber ich finde irgendwie nicht den Ansatz dafür, dann wirst du auch nie den Ansatz dafür finden, weil du nicht nur denkst, dass du den Ansatz nicht findest, sondern du fühlst es auch und damit in einer stabilen Situation gefangen bist, einem neuronalen Netz. Der Schlüssel zur Veränderung liegt also im geänderten Denken. Du musst anders denken oder anders agieren. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, was dann anderes Denken wieder sozusagen katalysiert. Du musst einfach die Dinge wirklich einfach anders tun als vorher. Weil wenn du andere Dinge tust, dann entsteht etwas anderes. Mal gar nicht qualitativ betrachtet, sondern einfach nur anders. Du musst einfach nur mit deinem Denken neue Prozesse initiieren, neue Erfahrungen sammeln und ein einmal geändertes Mindset, wenn das dann sozusagen du damit zufrieden bist, dann auch wieder trainieren. Also du kannst dieses neuronale Netz bilden, aber du musst es auch wieder trainieren. Sonst ändert sich dauerhaft nichts. Sonst war das mal eine kurze Episode, aber es hat sich nicht wirklich was geändert. Also was ihr ändern wollt und wie das konkret am besten geht, das ist natürlich extrem individuell. Aber das ist auch nicht bedeutsam und das ist auch nicht für das Thema heute bedeutsam. Denn ihr müsst euch nur eine Sache mitnehmen aus diesen Videos zur Quantenphysik. Eine einzige Sache. Ihr könnt mit eurem Denken die von euch reale Welt der festen Formen ändern. Genau wie die Welt der Energie. Ihr könnt alles erreichen, was im Quantenfeld an Möglichkeiten offeriert wird. Was das ist, das wisst ihr natürlich nicht, siehe auch dazu Teil 2 der Reihe. Aber Dinge wie glücklich sein und seine Liebe finden, das zählt für jeden Menschen zum Feld der Möglichkeiten. Und wenn die Menschen das alles erreichen, was denkt ihr, also diese Zufriedenheit, diese Glücklichkeit, was denkt ihr, in was für einer wunderbaren Welt wir alle leben? Aber um dies zu erreichen, muss jeder trainieren. Seine Gedanken trainieren. Ich arbeite auch derzeit an einem kompletten Videokurs zur Meditation, die das Zerlegen des Menschen und den darauf folgenden Neuaufbau zum Ziel hat und man dann auch da mit Training an sein Ziel kommt. Also ihr könnt zwar nicht alles erreichen, was man so euch suggeriert, zum Beispiel ihr könnt nicht zum Riesen werden, also körperlich gesehen zum Riesen und verschiedene andere Dinge. Aber ihr könnt zum Beispiel Sachen wie echte Zufriedenheit, das könnt ihr schaffen. Aber dafür müsst ihr anfangen anders zu denken. Ihr könnt nicht mit denselben Gedanken erwarten, dass ihr anders werdet. So funktioniert das nicht. Ihr müsst anders denken. Permanent anders denken. Bis man dann wirklich das erreicht hat, dieses Gefühl, was man haben möchte. Und natürlich dieses Denken, das ist immer eine Sache, also dieses neuronale Netz, diesen Zustand. Wenn man diesen Zustand dann erreicht hat, dann müsst ihr nicht mehr anders denken, sondern wenn ihr dann irgendwann Zufriedenheit generiert habt, dann müsst ihr das einfach nur noch trainieren. Und dann müsst ihr einfach da bleiben, wo ihr seid, wenn ihr komplett zufrieden seid. Aber das werdet ihr nicht, das liegt in der Struktur des Menschen. Aber ihr könnt euch zumindest erstmal ändern von einem Zustand, der, wo ihr jetzt sagt, ich bin unzufrieden, zu einem Zustand, ich bin zufrieden. Und dann gibt es, wie gesagt, das ist die Natur des Menschen, da gibt es Sachen, wo man noch zufriedener sein kann. Oder ihr schaut euch dann in Richtung Bewusstsein um. Das ist dann die andere Richtung zur Bewusstheit. Die Bewusstheit, das ist das große Thema hier auf dem Kanal. Das Bewusstsein ist auch ein Thema hier, aber es ist ein relativ kleines, Thema. Und weil es ist sehr, sehr schwer über Video euch das vermitteln zu können. Das ist eher ein Thema, was man sich auch dann, wenn man sich persönlich trifft oder so, da mal gemeinsam in Angriff nehmen kann. Aber es ist auch Teil dieses Kanals und es gibt auch Videos dazu. Und die Leute, die sich schon auf der Schwelle befinden, zu realisieren, was ist Bewusstheit, was ist Bewusstsein, siehe das Video auch da oben, die werden dann
auch die nötigen Anreize auf dem Kanal finden. Und mit der Meditation gehe ich auf jeden Fall auch wieder von der Bewusstheit eher aus zum Bewusstsein. Aber ich möchte es jetzt auch nicht zu weit führen im Thema der Quantenphysik. Bewegen wir uns jetzt erstmal in der Bewusstheit. Also für wen das alles immer noch nicht ganz klar ist, der hat auch immer donnerstags ab 21 Uhr die Möglichkeit kostenlos mit mir und auch mit anderen bei den wöchentlichen Live-Talks die Möglichkeit zu reden. Da können wir über solche Themen reden. Da sagt ihr, hey Christian, ich habe das und das nicht verstanden, lass uns da mal reden. Das ist komplett kostenlos, jede Woche 21 Uhr und eigentlich auch immer Open End. Also das ist wirklich, ja, ich finde das auch immer sehr wichtig, dass man da auch über die Themen auch offen redet, ne? Also deswegen wird es auch nie irgendwie ich will das auch machen, das ist auch immer kostenlos, das wird auch immer kostenlos bleiben und man muss das heutzutage sagen, weil Leistung, das wird ja immer irgendwie mit Gegenleistung, das ist Quatsch, das ist einfach eine Sache, die mir wichtig ist und mir ist auch wichtig, dass wir eben offen drüber reden, mir ist es wichtig, dass man seine Probleme offen vor den Menschen, vor allen Menschen der Welt teilt, ne? Dass man diese Offenheit, warum Offenheit wichtig ist, oben Infokarten. Und wenn noch Platz ist, ich darf ja bloß 5 oben posten. Ja, also deswegen ist mir das auch so wichtig, dieser Donnerstag, dass die Leute offen teilen, sagen, hey, was ganz einfaches, ich habe es nicht verstanden, erklär es mir nochmal. Oder eben Sachen, eigene persönliche Probleme, sich nicht immer so abgrenzen, sondern teilen die Probleme mit der Welt, dann lösen sie sich auch viel besser auf und dann bekommt man viel mehr Hilfe. Ne? Man bildet natürlich auch Angriffsfläche bei einigen Dingen, aber das ist nun mal so. Aber der Weg führt nur über die Offenheit und deswegen ist auch immer dieser Live-Talk, das ist meine, so eine richtige Herzensangelegenheit, Donnerstag 21 Uhr, wo man wirklich ja, gemeinsam Themen erörtert. Wer sich aber dann unbedingt trotzdem individuell abgrenzen möchte und mit mir intensiv mal über so ein Thema reden möchte, da kann das natürlich auch unter dem Ausschluss der Öffentlichkeit tun. Ich bin zwar jetzt nicht der größte Fan, das sage ich auch ganz ehrlich, aber ja, wenn ich den Menschen dann helfen kann, es führt halt wieder zur Abgegrenztheit, da kann dann auch ein Termin zum Gespräch mit mir ausmachen und dass wir dann einfach mal gemeinsam auf euer Leben schauen. Ne? Wie das dann alles läuft, das findet ihr auf meiner Homepage. Auf jeden Fall könnt ihr euch sicher sein, in meiner Gegenwart, also wenn ich mit euch dann rede, dann gibt es nur Ehrlichkeit und Offenheit. Da gibt es keine falsche Scham und ja, einfach nur bedingungslose Liebe. Ich werde ja, in diesen Gesprächen auch nie jemanden verurteilen, sei es in den öffentlichen Gesprächen oder in den privaten Gesprächen. Und ja, immer ehrlich meine Sichtweisen und auch meine Lösungsvorschläge anbieten. Das nur mal dazu. Also ich hoffe, ich konnte euren Horizont ja, durch diese Quantenphysik-Reihe etwas erweitern. Und ja, eventuell fällt es dem einen oder anderen Anhänger des mechanischen Weltbilds nun etwas leichter, gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern die Brücke zur Spiritualität gemeinsam zu gehen. Eben mit dem Wissen, dass es letztlich nur eine wirkliche Wahrheit gibt, an der wir im Rahmen der geistigen Evolution uns dann irgendwie alle annähern. Wenn ihr auch weitere Videoreihen nicht verpassen und euer Leben verbessern wollt, dann abonniert diesen Kanal und arbeitet täglich an euch, an eurer Bewusstheit und an eurem Bewusstsein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Tschüss.